Ich kann einfach nicht mal. Oh Mann, es ist so hässlich. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich auf diese Idee noch gekommen bin. Und sonst so? Nichts. Ich bin beschäftigt, störe mich nicht. Du raubst mir meine kreative Energie. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Wir malen uns heute nicht gegenseitig, sondern wir malen heute Haustiere füreinander. Ich habe hier Lose. Also doch gegenseitig. Wir losen jetzt gleich aus und man ist da völlig frei. Wenn ich jetzt gleich Kahn ziehe, dann kann ich dem auch ein Schweinchen als Haustier malen. Oder was auch immer. Irgendwas, was zu ihm halt gut passt. Und ja, Nina und Kahn genauso. Ich bin mal gespannt, was dabei am Ende rauskommt und ob wir zufrieden sind mit unseren Haustieren. Ich ziehe jetzt einfach mal das erste los. Und gebe dann die Lose weiter. Ich ziehe jetzt auch ein. Los. Und gebe das letzte an Nina. Vor allem, wer die letzten Videos gesehen hat, weiß ja, dass wir überhaupt nicht malen können. Also wird es jetzt sehr amüsant. Ich habe Kati. Ich darf für mich. Oh. Dann muss ich jetzt für mich ein Haustier malen? Ja, anscheinend. Oder wollen wir tauschen? Dann malst du für Nina, ich mal für dich. Deine Challenge, deine Regeln. Ist mir egal. Ich kann für Nina oder für dich ein Haustier malen. Mir ist das egal. Möchtest du für dich selbst was malen? Mir egal. Ja, dann mach. Mir egal. Also wenn du möchtest, du entscheidest. Dann mach du doch. Nein, dann mach du. Okay, dann auf die Plätze für die fertig los, würde ich sagen. Nicht mal Vorzeichen mit Bleistift hier. Einfach direkt loslegen. Oh, ich kann nicht malen. Man darf das Blatt auch senkrecht oder waagerecht nehmen, wenn man will. Oh, danke. Oh, mein Aussehen wird so schlimm. Ich hab noch nicht mal angefangen, kann, dachte ich schon schlapp. Weil sie da so hässlich aussieht. Ich kann einfach nicht malen. Aber ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Ich finde das Pferd schon süß, was ich male. Ach, aber du bist selbst von dir überzeugt. Jetzt könnte auch, weiß ich nicht, eine Schnecke sein oder so. Gary! Müssen wir dann eigentlich auch erkennen, welches Tier es eigentlich ist? Ja, das wäre ganz gut, wenn man es grob erkennen könnte. Ja, grob wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Oh Mann! Es ist so hässlich. Ja, man wird definitiv erkennen. Du musst das Tier selber adoptieren, ne? Ja, überhaupt. Du, das ist das geringste Problem. Das ist das geringste Problem. Ich male einfach dasselbe Tier wie seit der Grundschule. Andere Tiere kann ich nicht malen. Ein Kopffüßler? Nee. Ja, komm, machen wir mal damit. Ich finde das jetzt wirklich schon total süß. Wenn Nina es nicht adoptiert, werde ich es adoptieren. Oh, also ich würde es auf jeden Fall adoptieren. Ja, ich finde es schön. Ich find's süß. Mein Meisterwerk ist mal wieder fertig. Darf ich meine Unterschrift auch darunter packen? Fertig? Ja, klar. Darf ich meine Unterschrift darunter packen, Kati, oder? Ja, klar. Und Kahn war bestimmt in der Schule immer so derjenige, der schon so nach einer halben Stunde fertig war und alle anderen haben 10 Stunden. Halbe Stunde? 5 Minuten. Und dann habe ich aber auch immer dementsprechend die Note bekommen. Du hast die Seite nochmal mit nach Hause genommen und dann weitergemalt, ne? Nein. Ich bin nicht so der Kunstfan, was Malen und Zeichnen angeht. Kunst ja, aber nicht Malen und Zeichnen. Kunst ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff, Leute. Musik ist ja auch Kunst. Kathi, wie weit bist du ungefähr in Prozenten ausgedrückt? 80. Du, Nina? 60. Nein, ich bin auch bald fertig. Oh, warte, ich kann natürlich noch ein bisschen weitermachen. Warte. Du musst noch an deinem Meisterwerk feilen, Kahn. Nein, ich lasse es. Ich lasse es. Machen wir eigentlich noch eine Runde oder ist das das einzige Haustier? Je nachdem. Ich würde ganz gerne noch ein Haustier machen für jemanden. Wir können ja noch einen mal auslosen, oder? Ja, wahrscheinlich ziehe ich wieder meinen Namen. Ja, das wäre wirklich langweilig. Und sonst so? Nix. Ich bin beschäftigt, störe mich nicht. Du raubst mir meine kreative Energie. Und du bist sowieso nicht kreativ, das ist das Problem. Hey! Was? Stimmt überhaupt nicht. Los! Oh, jetzt ist in der Schule mir schon langweilig. Ja, ich bin jetzt schon fertig. Ich glaube wirklich, dass Nina mir mal erzählt hat, dass sie sowas gerne hätte. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. So, hier noch ein bisschen die Füße. Okay, ich bin fertig. Okay.
Wollen wir die Wand... Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Wände jetzt erstmal hier raus. Damit ich euch auch mal sehen kann. So, ihr habt es ja schon gesehen. Okay, dann zeig mal, was du da gemacht hast. War so klar, dass Kahn sich eine Katze malt. Ich habe dir ein Haustier gemalt und zwar... Dinosaurier, ein Langhals. Es ist ein Brachiosaurus, ein Langhalsdinosaurier. Finde ich total cool. Der ist sogar gestreift, das ist ein Muster, das geht. Dafür hast du jetzt so lange gebraucht? Ja, ich musste jeden einzelnen Streifen malen, das hat lange gedauert. Ich hoffe, der ist aber nicht so groß wie meine ganze Wohnung. Wäre ganz cool, wenn der so groß wäre wie eine Katze, oder? Der lebt im Garten und den musst du dann durchs Fenster füttern. Ja, cool. Ja, ich habe für dich dieses kleine Wildschwein gemalt. Hast du mir das nicht mal erzählt, dass du gerne eins hättest? Ich hätte voll gerne ein Schwein als Haus hier, so ein kleines Mini-Teacup-Schwein. Voll süß. Wildschweine sind ja manchmal ein bisschen gefährlich, aber ich nehme es trotzdem hier, Kathi. Das ist danke. Eins. Ja, aber ich finde den auch voll cool. Würde ich sofort adoptieren. Ja, darf ich jetzt mal mein Haustier vorstellen? Ich würde mir gar kein neues Haustier wünschen, sondern ich würde mir wieder eine Katze holen. Ganz klar. Ja? Also für mich ist völlig klar, dass mein allerliebstes Tier momentan, gut, der Tiger oder Löwe, ne, aber wenn wir über Haustiere reden, ganz klar Katze. Da kommt auch nichts anderes in Frage. Und die Katze kann auch gerne so hässlich sein wie meine Zeichnung hier. Ist überhaupt kein Problem. Sie würde trotzdem das beste Leben jemals bei mir haben. Ich finde, ich habe das schönste Haustier. Ja, definitiv. Ich finde, meinst also, aber auch richtig wenn ich deinen cool. Dino da sehe. Der ist doch cool. Es könnte auch eine Mischung sein. Vielleicht hätte eine Schlange, als hätte eine Schlange ein Kostüm vom Pferd an. So sieht das für mich aus. Okay, wollt ihr wirklich noch eine Runde machen? Eine Runde würde ich ganz gerne noch machen. Ich würde gerne ein Haustier für euch noch zeichnen. Okay, dann oder machen wir mal wieder hier eine Barrikade. Da hast du jetzt auch drei, also deins hast du auch noch irgendwo? Ja, das ist hier vorne. Aber ich ziehe das nicht, sondern ich ziehe für Nina! Hey! Okay. Cool. Dann, wen hattest du eben? Du hattest? Nina! Nina, so dann kriegst du Kahn. Ist mir egal, du kriegst jetzt los, was schon vorher klar ist. Und ich, du kriegst Kathi. Aber Kathi hatte doch Nina gerade schon. Ja, da muss einer. Ja, stimmt, da müsst ihr nochmal losen. Da müsst ihr gucken, wer von euch was nochmal bekommt. Ja. Einer muss dann doppelt auf jeden Fall heute. Egal, ich kann auch für mich selber ein Haustier malen. Geht ja nicht, Kahn malen wir schon. Achso. Gut mitgedacht, Nina. Kahn. Okay, ich kann nicht dann malst du für dich heute ein Haustier. Dann mal ich mich so, für mich ich selbst. Muss für Nina eins malen. Oh, was mache ich denn? Ah, natürlich! Oder? Kahn denkt wieder laut. Oder? Ich bin gerade am Überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Fische mache ich nicht. Ein Aquarium hast du ja zu Hause, ne? Richtig. Ja, nee, sonst hätte ich jetzt ein Aquarium gemacht, aber du hast ja schon Fische. Ja, das Schweinchen hat mir Kathi schon weggenommen, das wollte ich sonst auch für euch beide sogar machen. Aber das Schweinchen ist ja jetzt schon weg. Ich weiß was. Ich mal mir was ganz Cooles, Gefährliches. Du kriegst ein richtig cooles Haustier. So, warte. Nina, damit wirst du nicht rechnen. Dieses Haustier, damit wird keiner rechnen. So. Warte. Ja. Ja. Wie weit seid ihr so? Kennt ihr noch da? Hallo? Seid ihr noch da? Ja. Ja, da. Au! Ich hab so den groben Umriss. Okay, ich hab den Kopf gleich fertig. Das ist ein Haustier, was es so, glaube ich, bisher noch nie gab. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden. Ich bin super zufrieden. Ich bin super zufrieden, weil ich meiner Grundidee nochmal nachgehen konnte. Und ich werde es euch gleich erklären. Kahn voll begeistert. Das ist ein Haustier, was... Ja, ich werde es gleich erklären. So. Meine Unterschrift darf natürlich auch nicht fehlen. Hätte die Kunstwerke irgendwann mal ganz wertvoll werden? Die sind jetzt schon wertvoll, sage ich euch jetzt schon. So, ich bin schon fertig. Ich bin ja nicht fertig. Ein klasse Haustier, sage ich euch. Nina, du wirst begeistert sein. Ja, ja. Ein klasse Kahn, das ist so ein... Du wirst begeistert sein. Der Kahn. Der Picasso, weißt du? Kathi, ich habe schon verstanden. Ich rede mit dir. Du mir mal nein, wieso? Wir haben schon verstanden, keine Sorge. So blöd bin ich dann auch wieder nicht. Nicht ganz so blöd. Nicht ganz so, ja. Wie du aussiehst? Nein.
Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich auf diese Idee noch gekommen bin. Wie weit bist du, Kathi? Fast fertig. Ja. Oh, warte! Warte. Ich mache hier auch noch ein bisschen Gras hin. Eine Wiese. Als wäre das bei Nina im Garten. Fast fertig. Mir gefallen die Augen noch nicht. Die muss ich noch perfektionieren. Was seid ihr denn so weit? Ich bin fertig. Ich jetzt auch. Ich war auch kurz davor, die ersten Pokémon zu malen, aber sollen ja echte Haustiere sein. Okay, wollen wir die Wände wieder abbauen? Fertig? Ja. Okay. So. Was ist das denn? Ja, werde ich dir jetzt gleich erklären. Wieso habe ich schon wieder ein Schwein bekommen? Ja. Ist das nicht ein Angry Bird oder so? Nein. Ich fang mal mit dem Haustier für Nina an. Also, tatsächlich, es ist ein Schweinchen, aber es ist kein Tier, sondern ein Mensch mit einem Schweinchenkostüm. Oh Gott, ist der wirklich? Das Positive an diesem Haustier ist, dieses Haustier kann kochen für dich, kann putzen, kann alles im Haushalt machen, was du nicht machen ein willst. Ein Haustier im Sinne von als Haushälter. Ja, so in der ein Art. Also und hat halt und du kannst die Masken auch gerne austauschen. Mal ist es ein Schweinchen, mal eine Kuh, ne, mal vielleicht ein Löwe. Ich denke, er wäre so mega kreativ. Das ist, er sprüht so richtig voll Energie. Nein, also der kann zwar sprechen, aber auch nur minimal. Schweinisch. Ja, genau. Also Vokabular ist sehr, sehr reduziert. Okay. Aber es ist ein Mensch in einem Schweinchenkostüm für dich. Dein also Haustier. Ein furchtbares Haustier. Voll der Mensch. Dass du deinen sehen kannst. Ja. Ich habe einen Hund und zwar, das ist ein Dalmatiner, der ist ganz ängstlich. Und weil er sich mit Samira nicht versteht, kackt er dir die ganze Bude voll. Und das ist auch noch plus 100, also 101 Dalmatiner. Hätte ich kein Problem mit, finde ich süß. Boah, das sieht wirklich süß aus. Der Kopf ist zwar ein bisschen zu groß vielleicht. Das ist das Herzstück des Bildes. Ob er den tragen kann, den Kopf, weiß ich der nicht. Der schielt auch übrigens, der ja, hat ganz viel Angst. Und hier macht er ganz viele Hundehaufen. Ist doch süß, habe ich kein Problem mit. Finde ich toll. Ich habe mir einen kleinen Löwen gemalt. Ich hätte gerne einen kleinen Löwen. Löwen als Haustier? Ja. Ich glaube, das überlebst du nicht lange. Ja, wobei, es gibt ja auch Löwen, die dann sozusagen in einem Naturreservat irgendwie gehalten werden, also, in einem etwas größeren ich Naturpark. Ich dachte, bei Kathi zu Hause. Ne? Ja, also vielleicht auch bei mir zu Hause. Ein Miniaturlöwe, der immer ganz der klein wird immer so alles zerkratzen und so. Ne? Naja, okay. Oh, damit wäre es das, glaube ich, ne? Ja, wollen wir nochmal alles zeigen? Ja, meine Katze und der Mensch im Schweinekostüm für Nina. Meine beiden Haustiere. jetzt hoffentlich vertragen die beiden sich überhaupt. Dinosaurier und Löwe. Er wird auf jeden Fall den Löwen essen. Ich habe hier Kahns der Martina, der die ganze Bude voll macht und ein kleines Schweinchen, was Kathi. Achso, warte, wir haben gleich getauscht. Das ist ja dein Haustier. Ja, genau. Wir haben ja jetzt gerade die Haustiere, die wir bekommen haben. Ich habe einen Hund und eine Katze. Ich habe, glaube ich, das klassischste Bild von Haustier. Ich habe zwei Schweine. Eins ist ein Mensch, eins ist ein Tier. Und ich habe zwei mega gefährliche Tiere. Na, obwohl der Pflanzenfresser ist nicht ganz so gefährlich. Nein, der ist nur riesig und stampft alles platt. Okay. Ich glaube, mein Haus ist, steht da nicht mehr, wenn ich diese Haustiere habe. Das stimmt wohl. Also, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ja, mal macht immer zwischendurch Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt gerne mal abstimmen. Schweinereien hier machen. Welches Tier ihr am coolsten findet und welches ihr gerne als Haustier hättet, von denen, die wir hier gemalt haben. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen, auf die kleine Glocke klicken, um kein Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ganz genau. So sieht's aus. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.